Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe. Die zwei Türme. Wir haben das letzte Level von Rohan jetzt vor uns. Und zwar die Schlucht von Rohan. In, ich glaube, Part 8 war es jetzt, genau. Und da würde ich sagen, beginnen wir einfach mal damit. Diese Wesen durften die Flüchtlinge auf keinen Fall erreichen. Ja, hier drum geht's jetzt, diese Waage zu töten, die uns hier angreifen. Hier noch was gibt. Ich glaube, hier waren nämlich auch Erfahrungspunkte. Ja. Und natürlich am Ende einen Endboss-Gegner. Sie werden die Wölfe Isengards fürchten. Ja, einen Endboss-Gegner zu besiegen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um seine Diener kümmern. Warum die Pfeile den jetzt nicht getroffen haben, verstehe ich auch nicht. Deswegen machen wir einfach Nahkampf. Jetzt ist es wichtig, bei diesem Endboss-Gegner zu warten, bis sie also sozusagen Männchen macht. Ansonsten seht ihr ja hier, kann man ihn nicht wirklich angreifen. Pfeile nützen mir auch nichts, weil die pariert er. Jetzt müssen wir ihn angreifen. Und vor allen Dingen das Ganze mit dem schnellen Angriff machen. Und jetzt tötet ihn. Anders habt ihr keine Chance. Oder halt, ich glaube sogar mit dem Zorn des Waldläufers. Nicht ganz funktioniert. Aber auf jeden Fall mit dem schnellen Angriff. Pfeile höre ich jetzt auf zu schießen, weil das funktioniert ja wie gesagt nicht. Und jetzt tötet ihn! Man sieht natürlich, wenn man den Pfeil komplett auflädt, sterben seine Diener sofort. Ich glaube, man kann noch probieren, hier ins Wasser zu gehen. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja, doch. Funktioniert auch. Aber nicht immer. Und jetzt tötet ihn! So. Leider keine Leben. Jetzt müssen wir wirklich auf der Hut sein. Am besten immer ein bisschen in Bewegung. Aua, bleiben. Aber das Beste wäre natürlich, wenn jetzt ein Diener von ihm käme. Der uns etwas, ja, hilft. Sollte er uns noch zweimal angreifen, haben wir ein Problem. Und jetzt tötet ihn. Oh, oh, oh. Jetzt wird's richtig gefährlich. Und da ist ein Leben.
Gott sei Dank. So, jetzt aber. Komm, mach Männchen. Ach. Mach Männchen. Los. Jawohl. Meins, meins, meins. Und jetzt könnten wir... Ja. Es eigentlich schaffen, aber... Er hat das Ganze abgeblockt. Und jetzt tötet ihn! Normalerweise trifft der Pfeil, also keine Ahnung, was das für ein Bug jetzt gerade ist. Hier wieder nicht getroffen. Da sind Pfeile. Aua. Brauchen eigentlich sofort schon wieder ein Leben. Beste wäre, er macht Menschen genauso wie jetzt. Und da haben wir es geschafft. Dein Volk hat überlebt. Doch viele mutige Krieger opferten ihr Leben. Auch ich wäre beinahe gefallen. Schließlich führten uns verschlungene Pfade nach Helms Klamm. Zur entscheidenden Schlacht. Ja, Helms Klamm ist wie gesagt das nächste Level. Was Kapitel unterteilt ist, sag ich mal. Aber das ist jetzt noch nicht relevant. Jetzt kaufen wir uns erstmal bisschen was. Und zwar Isildurs Rad könnten wir kaufen, ja, aber wir nehmen auf jeden Fall den Schwertmeister, weil der Schwertmeister hat viele, viele Vorteile. Vor allen Dingen in der Schlacht um Helms Klamm brauchen wir den ziemlich dringend. Da wir einfach in einem Level, ja, ziemlich unter Zeitdruck wieder auch stehen werden. Aber jetzt erstmal die Schlucht von Rohan mit Legolas. Diese Wesen durften die Flüchtlinge auf keinen Fall erreichen. Erfahrungspunkte holen. Die waren hier. Die waren, glaube ich, auch welche. Ja. Und dann gehen wir hier durch. Sie werden die Wölfe Isengards fürchten. Das habe ich allerdings vorhin vergessen. Ihr könnt natürlich auch den Elbenzorn oder halt den Waldläuferzorn ausführen. Es sei denn, er macht natürlich Menschen, dann solltet ihr es nicht machen. Und das passiert, wenn ihr euch am Bein festpackt mit seinem Maul und jetzt tötet ihn. Dann habt ihr keine Chance zu entkommen. Ja, also der Elbenzorn oder der Waldläuferzorn einsetzen, wenn er auf euch zugerannt kommt. Da kriegt ihr nämlich keinen Schaden.
Aber wie gesagt, wenn er Menschen macht, kostet das natürlich unnötig Zeit. Was macht er jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und jetzt tötet ihn! So, jetzt müsste er nochmal angreifen. Boah, nein, jetzt macht er Menschen. Ich fasse es nicht. Aber wenigstens haben wir ihn einmal geschlagen. Aua, was ist denn jetzt los? Wir treffen ihn einfach nicht. Keine Chance. Und jetzt haben wir kein Leben mehr. Jetzt müssen wir wirklich hoffen, dass wir das Ganze irgendwie überleben. Nein. Das war jetzt mies. Aber da das Level ja nicht so lang geht, versuchen wir es nochmal. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, so richtig. Also das können nur irgendwie irgendwelche Bugs sein. Auf jeden Fall trifft der Pfeil einfach den Wag nicht. Sie werden die Wölfe Isengards fürchten. Ja, ist in Ordnung. So. Gut. Jetzt wieder. Mit dem Bossgegner. Aber er greift uns halt auch die ersten paar Male die ganze Zeit an. So, da haben wir ihn noch einmal erwischen können. Aber er uns halt auch. Wir können aber auch nicht hier hochgehen. Uns ist das Leben so. Wird es natürlich wieder kritisch. Sehr kritisch wahrscheinlich sogar. Und jetzt tötet ihn!
Wenn der jetzt kein Leben hat, hätten wir ein großes Problem gehabt, aber das haben wir uns noch holen können. So, jetzt mach bitte gleich Männchen und greif mich nicht wieder an. Greift uns halt nochmal an. Jawohl. Und jetzt tötet ihn! Wenigstens haben wir jetzt durch seinen Diener keinen Schaden erlitten. Jetzt, wo wir halt gerade im perfekten Modus sind, können wir ihn nicht mehr angreifen. Ist halt leider, leider schade. Und jetzt tötet ihn! Und da sind Leben, 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 ja. Und da haben wir es geschafft, Gott sei Dank. So. Und weiter. Jetzt haben wir natürlich wieder gute Möglichkeiten, uns Sachen zu holen. War noch was mit elbischer Bogenmeister. Mit deinen Pfeilen verursachst du enorm großen Schaden. Drachenpfeile. Die wären natürlich auch interessant, aber wir kaufen uns erstmal den elbischen Bogenmeister. Das andere können wir uns immer noch später holen. Und natürlich diesen Sturmantel. So. Nicht spannend. Und das dritte Mal. Ich schätze mal, mit Gimli dürfte es relativ gut laufen hier. Ah, das werden wir gleich sehen. Sie werden die Wölfe Isengards fürchten! Thank you.
Ja, vielleicht noch zwei Angriffe. Dann könnten wir es schon geschafft haben. Und jetzt tötet ihn! Ah, das war Mist. So. Immerhin hat der hier Leben vor uns gehabt. Ja, es hat gereicht. Gut. Jetzt hätten wir auch das das dritte Mal dieses Level beendet, die Schlucht von Rohan. Dann holen wir uns mal noch ein paar interessante Sachen. Dann nehmen wir jetzt einmal was nehmen wir denn gleich? Ja, wir nehmen einmal Balins Rettung. Und dann nehmen wir noch die Äxte des Nebelgebirges. Genau. So, und an der Stelle würde ich speichern. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder zu Helmsklamm. Da haben wir dann den Klammwall hier, die Bresche und den Innenhof der Hohenburg. Ich werde es dann wahrscheinlich so machen, dass wir doch bei diesen drei Leveln immer ein Part für einen Helden verwenden. Und das Ganze sich dann nochmal auf 9 Parts wahrscheinlich hinziehen wird. Aber die Level dauern einfach viel, viel länger wahrscheinlich wie die der vorigen jetzt. Das werde ich mir aber nochmal genau überlegen. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.